Und Ungarn zum Beispiel oder Serbien da kaum von betroffen waren. Wenn Sie sich ein Land rausnehmen würden, wo Sie anderen Menschen vielleicht raten könnten, also wenn ihr diese Turbulenzen hier überwintern wollt und ihr habt die Möglichkeit, welches Land wäre das? Das ist immer sehr schwierig. Also meine persönliche Präferenz aus sehr persönlichen Gründen ist Montenegro, aber das sind Gründe, die auf viele andere nicht zutreffen. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht 16 Jahre Russland-Erfahrung hat wie ich, wäre einiges in Montenegro gewöhnungsbedürftig, weil dann zum Beispiel Polen oder Ungarn doch näher sozusagen sind an dem, was man bei uns gewöhnt ist. Was ich persönlich, also was für mich ein Favorit ist, ist das Baltikum. Hängt es vom Wetter dann ab. Also Estland ist da mit Sicherheit am reizvollsten, aber überhaupt nicht klimatisch. Also muss man schauen, wie kommt man damit zurecht, wenn es eben im Winter die meiste Zeit dunkel ist oder viel Zeit dunkel ist und sehr kalt. Litauen ist etwas besser. Ansonsten Polen halte ich für sehr interessant. Ich halte Ungarn für sehr interessant. Ich halte auch Rumänien für durchaus interessant. Und ich denke, da muss sich jeder schauen aus der persönlichen Situation heraus. Braucht er Schulen für Kinder? Muss das dann eine deutsche Schule sein? Wo kann er beruflich irgendetwas machen? Aber ich halte generell Osteuropa für sehr interessant. Vor allem auch für diejenigen, die über das Internet arbeiten können, auch aus der Ferne und nicht unbedingt an einem Ort sein können müssen. Ich bin ja in dieser glücklichen Situation inzwischen, auch wenn ich bis zum gewissen Grad natürlich gebunden bin, aber doch nicht fest. Ich denke, ich kann auch aus einem Land, wo ich freier arbeiten kann, teilweise mehr bewirken als dann in einem Land, wo dann die Polizei zum Hausmeister kommt oder wo man bei der Ausreise gehindert wird. Also hätte mir jemand vor 2 Jahren gesagt, dass ich mal in so einer Situation sein werde, wo ich mir solche Gedanken mache, ich hätte ihn für verrückt erklärt und ich hoffe, dass wir in 2 Jahren vielleicht in einem Gespräch, Herr Kaiser, Sie und ich, zurückschauen und sagen, das waren ja völlig verrückte Zeiten und wie haben wir das damals, wie haben wir das durchgestanden, aber Gott sei Dank ist die Kuh jetzt vom Eis. Es ist vielleicht eine optimistische Note zum Schluss, dass wir hoffen, vielleicht nicht in 2 Jahren, vielleicht etwas länger, aber dass wir irgendwann dann wieder so ein Doppelinterview machen und mit dieser Note und zurückschauen und uns sagen, Gott sei Dank sind diese irren Zeiten vorbei und man hat das aufgearbeitet und die Verantwortlichen mussten sich auch rechtfertigen dafür, was sie gemacht haben. Das oder wir sagen sogar, Mensch, wie haben wir damals uns geirrt? Da haben wir ja doch ein bisschen zu sehr Angst gehabt und übertrieben. Und da war unsere Auswandergedanken ja vollkommen unnötig. Das würde ich dann auch gerne in 2 Jahren zugeben von meiner Seite. Ich habe mich geirrt. Vielleicht haben wir dann, Herr Reitschuster, nochmal die Gelegenheit. Und dann sehen wir uns in 2 Jahren. Gerne, gerne. Also das, nichts wird mich mehr freuen, als wenn ich mich mit meinem Pessimismus irren würde. Wollen wir hoffen, dass wir uns irren. Schönes Schlusswort. Alles Gute, Herr Ganz Kaiser. genau. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Danke. Vielen Dank, Herr Reitschuster. Ich Bis zum danke nächsten Ihnen. Mal. Ciao. Danke. Und danke auch an die Zuschauer. Das war's für heute bei Kaiser TV. Den ersten Teil des Interviews könnt ihr bei Boris Reitschuster auf dem Kanal sehen. Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du sollst nach Hause.